Was bedeutet eine anti-entzündliche Ernährung? Die Todesursache Nummer 1 in Deutschland sind immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Entzündungen führen genau dazu, sie katalysieren die Entstehung von atherosklerotischen Unterfangen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz wichtig, Entzündungen verursachen die Todesursache Nummer 1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. begünstigen diese. Deshalb wird in Amerika auch eine Ernährung von der American Heart Association verordnet, eben auch wenn es um Entzündungen geht, da wir zuvor gelernt haben, diese auch mit der Todesursache Nummer 1 korrelieren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine randomisierte Studie, eine Art Goldstandard-Studie, wo die Kontrollgruppe aber eine vegane Ernährung war, wurde Folgendes festgestellt, dass bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und erhöhtem CRP-Werten trotz leidgerichteter medizinischer Therapie eine vegane Ernährung in Betracht gezogen werden kann, um die Marker für ungünstige Ereignisse weiter zu senken. Und die vegane Ernährung zeigte keine signifikante Verbesserung im Gewichtsverlust, Fettmarker und bei den Zuckerwerten. Aber trotzdem eine Verbesserung. Und ganz wichtig hier, ja, was sie eben nicht sagen, das zeige ich euch jetzt in der Studie. Und zwar Folgendes. Schauen wir uns mal den CRP-Wert an. Ein Entzündungsmarker, C-reaktives Protein. Wir sehen hier, ja, die vegane Ernährung zu einem statistisch signifikanten Senkung führte diese. 27%, ja, zum Ausgangspunkt. Nach der Ernährungsumstellung auf vegan. Die Ernährung, die von der American Heart Association empfohlen wird, nur 7% Senkung darbieten konnte im Vergleich zu der veganen Ernährung, ja, bezogen auf Entzündungen. Eine vegane Ernährung führte zu einer statistischen Senkung des hochempfindlichen C-reaktiven Protein um 32% im Vergleich zur American Heart Association induzierten Ernährung halt, ja. So. Das heißt aber nicht, dass es hundertprozentig vegan sein muss, ja, das zeige ich euch später in einigen anderen Studien noch, ja. Aber man sieht hier ganz klar, es gibt schon eine Korrelation, ne? Währenddessen Pflanzen haben hier einen sehr großen Stellenwert. Ja? Anscheinend müssen Pflanzen der Grund sein, also such dich weiter nach randomisierten Kontrollstudien, also auch Goldstandardstudien. Auch hier fand ich eine mit übergewichtigen Frauen aus Korea. Die einen bekamen eine Ernährung reich an Tierfett und Protein und die anderen eine sehr wenig tierbelastete Ernährung mit Hülsenfrüchten und aus anderen Pflanzen, Kräutern, Gemüse und Obst. Ja. Neben dem statistisch signifikanten Absenken des Cholesterins konnte ebenfalls das Interleukin 10, ein entzündungshemmendes Zytokin bei uns im Körper, gesteigert werden. Ja, Entzündungen gingen dadurch runter. Ja. Und NF-kappa-B, ein Entzündungsbefeuerer in den Zellen, konnte gesenkt werden. Nur durch das Umstellen. Und das statistisch signifikant in der Interventionsgruppe. Mit weniger Tierprodukten im Vergleich zu der mit vielen Tierprodukten. Ja. Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass die Ernährung eine grundlegende Rolle bei der Modulation chronischer, subklinischer Entzündungen spielt. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig hier nochmal zu sehen in der Studie auch von den Wissenschaftlern. Also Pflanzen scheinen eine Korrelation zu haben mit entzündungssenkenden Parametern. Oder gibt es noch weitere Hinweise? Eine weitere Studie, randomisiert, wurde bei Morbus Crohn-Erkrankten, also Entzündungskrankheiten im Darmbereich, ja, vorgenommen. Verschiedene Ernährungsformen wurden hier so gesehen untersucht. Einmal mit statistisch signifikant mehr Fett und einmal mit weniger Fett und vielen Ballaststoffen. Wir sehen, dass der CRP-Wert, ja, wieder dieser Entzündungsmarker, zwar sinkt in der Gruppe mit wenig Fett, es aber nicht reicht, um statistisch signifikant zu bleiben. Das ist ganz wichtig hier zu verzeichnen. Ja? Es sinkt zwar, aber es reicht nicht aus, um statistisch signifikant zu sein. Daher könnte es anscheinend sein, dass die Quelle, ja, der Makronährstoffen, wo es herkommt, viel entscheidender ist als die Quantität, ja, so. Das heißt, wie viel, das heißt, High Carb, Low Fat und so weiter, scheinen sekundär zu sein. Viel wichtiger scheint, wenn wir auf die vorherige Studie uns beziehen, woher diese Quellen kommen, ja. So, meistens pflanzenbasiert halt, ja. Zum Abschluss kommen wir noch zu einer Goldstandard-Meta-Analyse. Auch hier konnten wir bestätigen, dass eine ernährungsinduzierte Entzündungen sich auf das relative Risiko auswirkte, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken oder zu sterben, ja, das sehen wir hier. Und ich möchte das ganz einfach mal hier nochmal ganz kurz zitieren, ja, so ungefähr wiedergeben, was die Wissenschaftler hier gesagt haben. Diese Meta-Analyse, bei der aus 14 Studien verwendeten Ergebnissen, wurde der Zusammenhang zwischen dem ernährungsinduzierten Entzündungsindex und kardiovaskulären Risiko untersucht. Es ergab sich ein stärkerer Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dem
zunehmenden Entzündungspotenzial der Ernährung und dem kardiovaskulären Risiko und der damit verbundenen Sterblichkeit. Ja? Und die Statistik ist signifikant bei moderater Heterogenität. Ne? Das heißt, die Studien konnten sehr gut miteinander verglichen werden. Das war nur moderat, halt Abweichungen hier. Ja? Ernährung spielt eine sehr wahrscheinlich große Rolle, sehen wir hier, ja, bei der Bekämpfung von Entzündungen. Ja? Eine weitere Meta-Analyse, hier geht es um eine weitere Entzündungskrankheit wie Arthritis, ja, kennen wir alle, der Gelenke zum Beispiel, ja, aus dem Jahre 2020. Nachdem exkludiert wurde von 446 Studien, wurden 5 randomisierte und 2 prospektive Studien ausgewählt und verglichen. Ja, so. Und dann dementsprechend das Gute war, dass es in der Studie zu einer statistischen Signifikanz kam bei der Ernährung bezogen, ja, auf die Entzündungswerte, ja. So, dass diese dann dementsprechend gehemmt werden. Wir sehen auch wieder hier durch eine Ernährung, die entzündungshemmend ist, und das ist ja die pflanzenbasierte Ernährung, ja, ganz wichtig. Das Schlechte war leider, dass die Heterogenität bei 91% lag, das heißt I Quadrat hier zu sehen. Das bedeutet, die Studien waren unter sehr ungleichen Bedingungen durchgeführt worden. Man konnte so gesehen sagen, Äpfel mit Birnen vergleichen halt, ja. Aber sicher eine Korrelation sehen wir hier auch weiterhin, ja, in diese Richtung halt, ja, so. Wir nähern uns immer so ein bisschen, ja. In einer letzten Meta-Analyse, ja, kam man zu folgenden Schluss, dass die geringere subjektive Schmerzbewertung von Patienten, die sich entzündungshemmend ernähren, also wieder pflanzenbasiert, im Vergleich zu Patienten, die sich normal ernähren, klinisch relevant ist. Vegetarisch, vegan, mediterrane Ernährungsweisen konnten für einige, ja, Patienten mit Arthritis von Vorteil sein. Aufgrund der fehlenden Verbindungen können die Auswirkungen auf das von den Patienten angegebene Ergebnis Schmerz jedoch, ja, auf den Schmerz quasi, jedoch verzerrt sein. Und das ist eben ein bisschen schwierig immer mit subjektiven Wahrnehmungen, wenn es um Schmerz einfach geht, ja. Das Wichtige ist aber auch hier, dass diese Erfahrungen, ja, die Entzündungen senken, aber nicht statistisch signifikant, und das bei einer Heterogenität, die relativ gut war halt, ja. Man sieht hier, wir kommen so ein bisschen in das Problem, dass die einen Studien Ergebnisse zeigen in die Richtung, dass die Entzündungen gesenkt werden, aber oftmals fehlt es, dass die Studien miteinander verglichen werden können, ja, oder dass es wirklich statistisch signifikant absolut ist, ja. Das lässt dann dementsprechend darauf schließen, dass eben sehr gute Tendenzen gibt, dass die Ernährung bestimmte Krankheiten begünstigt und andere weniger. Aber es ist eben nicht der einzige Punkt. Das sehen wir ganz klar aus diesen Daten, ja. Sonst hätten wir viel, viel klarere Ergebnisse in diesen Studien auch gehabt, ja. So. Daher sind sicher Parameter wie Bewegung, frische Luft, Sport, emotionale Stabilität, soziale Kontakte vor allen Dingen auch, ja, Stress nicht zu vernachlässigen halt, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hier ganz klar aus der Datenlage meines Erachtens hervorgeht, ja. Zum Schluss möchte ich euch noch animieren, aber euch dennoch Gedanken zu machen, was ihr esst, denn aus einer Meta-Analyse aus über 13.000 Probanden, wo es darum ging, den Zusammenhang zu evaluieren zwischen den Telomeren, das heißt den Enden deiner Chromosomen, das heißt dein DNA, und den Zusammenhang zu einer mediterranen Diät. Bei jeder Zellteilung verliert deine DNA ein Stück ihrer Enden. Diese Enden nennt man Telomere. Sind diese quasi verkürzt, verkürzt man ebenfalls ein biologisches Alter. Denn wenn die irgendwann nicht mehr da sind, kann die Zelle sich nicht mehr teilen und dann wird sie sterben. Von daher ist es ganz wichtig, wie viel Zellteilung du noch hast, und das ist quasi assoziiert damit, wie lang deine Telomere noch sind. Ja? Die mediterrane Ernährung, auch Mittelmeerdiät, ist eine Ernährungsweise basierend auf viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide, Olivenöl und moderate Mengen, also von Fisch, und gemäßigte Mengen von quasi Milchprodukten und Wein und Fleisch halt, ja. Das Interessante war hier, dass bei einer moderaten, eher geringen Heterogenität dazu kam, dass diese Ernährung mediterran die Telomere statistisch signifikant lang ließ und damit die Langlebigkeit direkt beeinflusst. Angesichts der Tatsache, dass das biologische Alter zum Teil durch die Verkürzung der Telomere verursacht wird, könnte eine stärkere Einhaltung eines gesunden Ernährungsmusters wie der mediterranen Diät dazu dienen, mehrere altersbedingte Krankheiten entgegenzuwirken, indem sie der Verkürzung der Telomere entgegenwirken halt, ja. Hier sieht man nochmal ganz klar, dass es nicht wirklich dieses 100% vegan oder pflanzlich sein sollte, aber es ist schon sehr, sehr stark basierend darauf, pflanzen-based zu essen halt, ja. So, diese 100% wird hier nicht gefordert in den Studien, wie wir sehen. Und wir sehen auch immer noch eine gewisse Unklarheit, ja. Wichtig, dies muss aber noch weiter belegt werden in der Studie halt, ja. So, aber machen wir mal eine Zusammenfassung. Die Studienergebnisse deuten darauf hin,
dass eine Ernährung arm an Tierprodukten Vorteile bietet in Bezug auf Entzündungsmarker. Dies scheint losgelöst zu sein von der Makroverteilung, das heißt Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Ja. Wichtiger scheint die Quelle zu sein der Lebensmittel. Die Studien zeigen immer Verbesserungen, reichen aber oft nicht aus, um statistische Signifikanz zu erreichen. Daher deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Ernährung ein wichtiger Teil ist, aber nicht alleine entscheidend ist. Es gehört eben mehr zu einem gesunden Leben dazu. Und das ist ganz klar und das wissen auch viele, ja. Aber viele Menschen stützen sich immer nur auf die Ernährung und entschuldigen dadurch sehr viele ihrer schlechten Angewohnheiten. Und das ist nicht korrekt, weil das sehen wir hier, das ist nicht zielführend halt, ja. Das heißt Wärme- und Kälteexposition, das heißt Widerstandstraining, unnötige Stressaussetzung, ja, sollte reduziert werden. Soziale Kontakte sollten gefördert werden halt. Diese sollten alle einen Ansatz liefern, also allgemein auch gesündere Lebensmittelauswahlen treffen zu können, ja, und sie haben alle einen Einfluss auf die Lebensdauer, ja, diese ganzen Parameter, die ich gerade erwähnt habe, ja. Statt Fleisch mehr Hülsenfrüchte, statt Süßigkeiten mehr Obst und als Beilage immer Salate und Gemüse und gute, einfach ungesättigte Fette, wie zum Beispiel Oliven, Macadamianüsse oder auch Avocado. Danke für die Aufmerksamkeit. Gerne auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Von daher würde ich mich sehr freuen, euch gleich zu sehen. Da gibt es sehr, sehr viele gesunde Sachen für euch. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support. Liken, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.